Hi! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ja schon einige Videos über das Thema Sprachen lernen und besonders Koreanisch lernen gemacht. Und heute kommt ein weiterer Teil dieser Reihe online, aber ein bisschen spezifischer. Und zwar geht es heute um das Thema, wie schafft man es, Vokabeln zu lernen und sich an diese Vokabeln auch zu erinnern. Also Vokabeln lernen, erinnern, merken und so weiter. Vorab die Story zu mir. Ich bin Deutsch, wie man hören kann. Ich lerne momentan, ja, in der Schule halt Englisch und Spanisch. Und zu Hause, so für mich, lerne ich noch Koreanisch, da ich selbst halb Koreanerin bin. Und erstmal kommt jetzt meine kleine Story dazu, wie ich Vokabeln lerne, damit ihr mal so eine Idee bekommt, wie ich das ungefähr mache. Da beziehe ich mich jetzt auf Koreanisch. Und zwar mache ich so, dass ich mir die Vokabeln auf Karteikarten tatsächlich aufschreibe. Ich kann sie auch mal holen. Ja, also wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige Vokabeln, die ich mir dann immer aufschreibe. Und dann gehe ich logischerweise halt immer so durch. Aber die Besonderheit, die ich habe, ist, dass ich nicht das Fremdwort aufschreibe und dann die deutsche Übersetzung, sondern ich mache es so, dass ich halt die, das Fremdwort aufschreibe und dann hinten ein Bild drauf male. Das heißt, wenn ich jetzt Apfel habe als Fremdwort, dann male ich hinten den Apfel rauf. Das kommt daher, dass das Gehirn besser mit Bildern arbeiten kann. Und wenn ich das Bild sehe, ist es für mich leichter zu merken, als wenn ich da einfach ein anderes Wort stehen habe. Jetzt kommen wir auch schon zu den ganzen Tipps. Aber ich möchte noch eine Sache vorher sagen. Und zwar gibt es so ein Phänomen, das von Hermann Ebbinghaus, ja, entdeckt wurde. Und zwar nennt sich das die Vergessenskurve. Und die Vergessenskurve sagt aus, dass wenn ich etwas lerne, ich es schon nach 20 Minuten über 30% vergessen habe. Und nach einer Stunde habe ich ca. 60% von dem Gelernten vergessen. Und nach einem Tag habe ich nur noch 32% des gesamten Wissens. Also wie man sehen kann, vergessen wir sehr, sehr viel, wenn wir es nicht regelmäßig wiederholen und nicht genügend üben. Und deswegen kommen jetzt meine Tipps, wie ihr euch das tatsächlich merken könnt. Erstmal, ich bin natürlich keine Psychologin, eher eine Hobbypsychologin. Deswegen ist es jetzt keine ärztliche Beratung oder so, sind einfach nur meine persönlichen Tipps, die ich anwende. Genau, let's go. Ich habe ja gerade schon die Vergessenskurve thematisiert. Und die Sache, mit der wir es verhindern können, schnell Dinge zu vergessen, sind ganz einfach Wiederholungen. Also ständig wiederholen. Mein Tipp wäre dafür, einen Zeitraum zu nehmen, den ihr immer eure Vokabeln wiederholt. Zum Beispiel jeden Morgen nach dem Zähneputzen geht ihr einmal eure Vokabeln durch. Oder jedes Mal, bevor ihr einschlaft, geht ihr eure Vokabeln durch. Oder jeden Tag um 12 Uhr geht ihr eure Vokabeln durch. Und das ist übrigens meine Heizung, die ganze Geräusche macht. Aber damit müssen wir jetzt leider mal leben. Soll ich sie ausmachen? Ich kann sie auch ausmachen. Ein weiterer Tipp, um die Vokabeln ständig zu wiederholen, ist, diese Vokabeln in euren Alltag zu integrieren. Das heißt, mein ultimativer Tipp, den ich auch schon mehrmals gesagt und erzählt und gegeben habe, ist, dass ihr einfach Vokabeln auf Karteikarten bzw. auf Klebezettel schreibt und diese Klebezettel überall in eurem Zimmer verteilt. Es gibt dabei diese Methode, dass ihr einfach random Vokabeln irgendwo hinklebt und dann mit der Übersetzung. Aber was ich sinnvoll finde, ist, wenn ihr den Klebezettel mit der Vokabel, beispielsweise mit der Vokabel Schrank, auf euren Schrank klebt, weil so ist es viel sinnvoller und viel leichter zu lesen und zu merken, als wenn ihr einfach irgendwelche random Vokabeln irgendwo hinklebt. Also am besten wäre es, wenn ihr die Vokabeln direkt auf das jeweilige Stück, auf das jeweilige Möbelstück und jeweilige Dinge einfach draufklebt. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich bei mir nicht die Wörter draufschreibe, sondern die Bilder dazu raufmale. Und ich habe auch schon erklärt, warum das so ist, dass unser Gehirn Bilder eher wahrnimmt und sich leichter merken kann. Deswegen wäre mein nächster Tipp, Dinge zu visualisieren. Das heißt, ihr könnt es ja auch so machen, dass ihr einfach das Fremdwort nehmt und zur Rückseite ein Bild malt oder ihr, keine Ahnung, macht ein Bild und schreibt einfach auf dieses Bild, die Vokabel und so weiter. Also einfach die Sachen visualisieren und in bildlicher Form haben und ansehen. Regelmäßig. Der nächste Tipp ist richtig simpel, aber er hilft sehr doll. Und zwar geht es darum, nicht die Vokabeln als einzelnes Wort zu lernen, sondern direkt als ganze Sätze zu lernen. Das hat viele Vorteile. Erstens, ihr könnt es euch besser merken, wenn ihr einen ganzen Satz habt und ihr könnt diesen Satz einfach leichter merken. Und andererseits merkt ihr schon, wie ihr dieses Wort beispielsweise deklinieren und konjugieren könnt und so weiter. Da ihr einfach schon merkt, wie ihr dieses Wort in einen Satz integriert. Also habt ihr auf jeden Fall da mehr Vorteile dadurch. Wie gesagt, lerne ich ja Koreanisch. Ich mache die ganze Zeit meine Karteikarten so. Okay. Ja, also wie gesagt, lerne ich ja Koreanisch.
Und es ist eine Sprache, die oft schwer auszusprechen ist. Und daher weiß ich auch nicht gleich, wie etwas ausgesprochen wird. Und ich struggle da manchmal so ein bisschen mit. Und deswegen wäre mein Tipp auf jeden Fall an euch, wenn ihr eine Vokabel lernt, eine neue, dann müsst ihr auf jeden Fall auch lernen, wie man sie ausspricht. Und wenn ihr sie die ganze Zeit wiederholt, immer dazu mit aussprechen, statt immer nur das Wort zu sehen. Da das Wichtigste am Ende ja sein wird, diese Sprache zu sprechen und hier zu schreiben. Deswegen müsst ihr auch wissen, wie man es ausspricht. Also, das heißt, aussprechen. Aber der zweite Tipp wäre auch noch, die Vokabel aufzuschreiben. Es gibt ja diese Redewendung von der Hand in den Verstand. Das heißt, wenn ihr es aufschreibt, merkt ihr euch es leichter und es geht direkt in euren Verstand hinein. Deswegen wäre mein letzter Tipp auch noch, von der Hand in den Verstand Vokabeln aufschreiben. Eine kurze Zusammenfassung bitte. Wiederholungen, Visualisierungen, von der Hand in den Verstand Vokabeln aussprechen. Hatten wir noch was? Und auch noch ganze Sätze zu bilden. So, das war's heute von mir. Ich hoffe, es konnte euch etwas helfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerade auch eine neue Sprache lernt und falls ja, welche. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so mit Vokabellernen struggelt und ob diese Tipps eventuell helfen konnten. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn es euch etwas Wert in euer Leben gebracht hat. Und ich sage, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir, da ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade. Warum mache ich eigentlich immer so, wenn ich diesen Satz sage? Das ist wirklich, in jedem Video mache ich das. Aber okay, genau, dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bleibt gesund und fröhlich und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!